Jo, liebe Leute, wie ist mir da mit einem weiteren Yu-Gi-Opening? Und zwar ist heute das neue Set erschienen. Blast, was muss ich anschauen? Die Schwarzflügel sind zurück, sehr geil. Wirklich geil, wir haben Sneak Peek war ja auch mega geil. Und jetzt endlich können wir Ihnen die Sperrens schauen. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst es, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da ist das schöne Stück und gehen wir rein in das neue Set. Das ist doch mega Wahnsinn. Macht doch richtig Spaß zum Spielen. Cooler Support für alte Deckthemen, neue Deckthemen und was ich geil finde, für sehr alte Deckthemen. Für das Schwarzflügel. Auch, ja. Mega nice. Und auch Ninjas sind wieder mit dabei. Ich nehme da gleich mal ein paar Sleeves rüber. Also bevor ich mal auf welcher Seite willst du? Wahrscheinlich will er die rechte haben, oder? Ich wollte eigentlich rechts. Ach, shit. Das ist immer. So, aber ich starte rein. Gönn dir. Genau. Gehen wir rein ins erste Booster. So, also Tage natürlich. Starlet, ja, wollen wir ziehen. Aber es gibt so viele gute Karten. Immer beim neuen Set, man weiß halt noch nicht. Kartentrick sind vier. Ja, wieder. Man weiß halt nicht, wie werden sich die Preise entwickeln. Also alle Preise dieses Sets werden sich natürlich noch ändern. Tränenklagenherschlag, originales Bambusschwert, dann amazonische Goldpeitschenmeisterin, dann Gotti Kosmos. Dann lachender Papageitaucher, dann Hanshi Kutoga erst, dann, boah, der ist halt sehr stark, coole Karte. Der Oga. Das ist cool, dann so die Frühlingsglyphe in voller Karte. Blüte, das erinnert mich so an Sneak Peek. Und dann haben wir Schwarzflügel, Chinook, die Schneeböe haben wir da. Sehr die cool. Erste Rare. Sehr coole Sache. Mhm. Aber richtig nice Karten in dem Set. Ja. Und vor allem, ich finde, das macht halt Yu-Gi-Oh! Auch immer gut, dass immer so Nostalgie mit dazu kommt. Das immer ist schon nice. Viel. Der letzte Kartenschild, aber es ist der Wahnsinn, was ist denn da schon wieder? Aixeb, Omen der Goti, das gut, sorry. Tränenklage, Herzschlag, Machtkampf der Starbrigade, dann haben wir die amazonische Goldpeitsche, Meisterin, amazonische, das ist jetzt die leicht gedamagte. Ja. Silberschwert, Meisterin, dann haben wir Ninja-Kunst des tanzenden Blätter, Tränenklage Grum, dann Frühlingsglyphe in voller Blüte und eine erste Ultra-Rare, die mit zu die Insekten-Ninja. Die Insekten-Ninja? Ja. Mit zu die Insekten-Ninja. Die Insekten-Ninja. Das, ich meine, es ist halt weiblich, ist schon klar, aber das ist komisch geschrieben, aber sehr cool. Mit zu die Insekten-Ninja. Die erste Ultra-Rare. Und auch, wir haben sie noch gar nicht angesprochen. Die neue der neuen Playmate. Also was sagt ihr zur neuen Playmate? Insane. Stark. Also es lohnt sich schon bei eure OT-Store mit zum Spielen. Die Seelenschere. Ja, die Seelenschere, sehr starke Karte. Unterwildritual der Wahrsagerei, Salamander-Katalysator, amazonische Kriegsanführerin, dann Entscheidungsschlacht von, was? Golgonda, dann Schwarzflügel, Sonder, die Dämmerung, dann Gerog, der Kanonen-Ninja und die nächste. Sehr geil. Ja? Eine von den besten Ultra-Rares, sehr stark. Aber, abgeheuerlich heißt der. Genau. Die abgeheuerliche Alba Loss und die ist so stark, die Karte. Und da müsst ihr euch auch in Effekt in Ruhe durchlesen. Also, die ist wirklich stark. Ihr könnt halt eigentlich permanent den Gegner aus dem Extra-Deck locken. Also, wirklich starke Karte. Ah, das ist sogar die Super Rare. Sleep. Ja, sicher. Was sind das? Der braucht man nicht sleepen. Okay. Das ist. Die werden wir noch so oft sehen, glaube ich, in dem Set. Ja. Aber sehr geil. In sehr guter Hit. Also, das ist eine Ultra Rare. Ich glaube, ich habe in Karten. Rechte Seiten. Ziemann zu finden, haben wir Schwarz, Schatten, Windböe, Nudel, Wende, Technik, sehr lustige Karte auch, Schreckensklaue, Doppelsäge, dann haben wir Naturia-Sägen, ich finde auch Naturia eigentlich sehr coole Reborn gute oder zusätzliche Special-Karte, amazonische Spiritualistin, dann haben wir die Sterne begegnen sich über der Milchstraße, dann haben wir Naturia, Kamille, dann Entscheidungsschlacht von Golgondor, die ist so eine Herr der Ringe-Karte, gell? Hm. Und wir haben dann abgeheuerlich Saronir, den hätte ich gern gezogen im Sneak Peek. Der wäre sehr stark gewesen, dass wir da gewinnen hätten können, aber ja. Ui, du hast gekitzelt. Ich hab's noch nicht einmal gesehen. So, du selber einhüllen und Kastil. Sagst doch. Hast gut gepaart. So, Tränenklageschrei, geneigter Entertainment, himmlische Vorrichtung, Tessa. Ich habe Tessia, Entschuldigung. Tesla, es ist Tesla sicher. Mit. Ja. Oh, der Baby Rock Drache, auch sehr gute Karte, auch sehr starker Support. Und?
Simul Erzunterweltler. Der Simul. Das wollte ich schon wieder schlechter. Das ist die Gewohnheit. Gewohnheit. Alles die Gewohnheit. Lieben, was geht. Aber ich sehe besser. Lieber es lief es zu viel als zu wenig. Sondern einmal Turbo Beflector Hot Rod GT19. Also das ist für alle GT-Fans ein Wahnsinn. Dann haben Amazonisch Geheime Künste, König der Unterwelt Salmon. Ja, Ninja, Kunst, Instrument, Eisengräber, eigentlich auch für Ninja sehr cooler Support. Mhm. Amazonische Augusta, dann lachender Papagei, Taucher. So geil. Dann haben wir da die amazonische Schieberschwert, Meisterin, Hanski, Kyoto, Geister, Wahnsinn. Und eine Super Rare Wahrsagerprinzessin, Taro Tret. Er zieht die erste Secret. Er zieht die erste Secret. Ah ja, wir haben Secrets auch noch. Mhm. Aber die ist schon geil. Also, Albalos. So. In Marzin. Die Malwurfskille von Naturia, Nudelwendetechnik und Fluch. Ah, oh, so geile ja, Karte. So starke so Karte. So geil, so geil. Dann Gotti Kosmos. Ich glaube, die wird wirklich dann aktiv in Erdendecks wahrscheinlich schon gespielt. Muss man sich die Meta anschauen. Also hebt sich von denen Blizzard da aufkommen. Das auf alle Fälle. So, jetzt kommen wir zum Pool. Ah, Schwarzflügel. Aber die finde ich auch cool. Da begritteln viele, dass das voll zu wenig. Aber ich finde das schon cool. Es ist zwar so ursimpel, ganz leicht, easy nur, aber stimmig runde Karte. Mm. Finde ich schön vom Artwork. Für die Schwarzflügel. Wir nehmen nicht auf. Ah, jetzt hat er mich. So, da hinterher das Originale. Nicht das Fake, das Original. Wollte ich schon sagen, vom Kick. Wie heißt das? Nicht von. Mir fällt es nicht ein! Penny. Auf Wish. Nicht Wish. Das Wish-Bambus-Schwert, sondern das Originale. Dann Fluch von Aradmir, Schwarzschatten-Wiebe, das Kick-Schwert. Die Nudelwende-Technik, Wahrsagerprinzessin, Bibliomuse. Ninja-Kunst der tanzenden Blätter, dann haben Amazonisch Schoßtier-Liga-König, also egal, Schoßtier. Ja, das ist kein Schoßtier-Liga-König. Dann haben wir Schreckensklauer, Niedergang und Secret Rare, sogar sehr geil. Die flammende Kastesia, die Tugendhafte, sehr schöner Hit. Nice. Insane. Die schaut geil aus. Er zeigt das voll her, wieder Wahnsinn. Die schaut geil aus. Wobei ich ein bisschen in der Schrift oben das Ding genau sehe. So, aber urschön. Sehr geil. Kastesia, die Tugendhafte. Das Artwork ist brutal, Alter. Wahnsinn. Schön. So spielstarke Karte. Also bis jetzt die Hits. Huch. Ja, er hat mir nämlich reingeschickt, hol ich auch ein Display und ich habe mir das ausgesucht. Ja, so. Es waren nämlich drei aufgestapelt und das in der Mitte genommen. Ja. Wieso ist nicht das mit der Starlight-Nummer? Also die kommt ja noch. Aber sehr geil, Kastesia, sehr schön. Der Vagabund, dann Schreckensklaue, Doppelsäge, dann Unterwäldler der Wahrsagerei, dann das Drachenpendel, dann Stiller Wolf, Kalupo, dann Tränenklage, Gramm, dann Hanshi, Kudugeist, dann Naturia, schaut aus wie ein Blub, und die Kastira-Geburt, oder, ja, Kastira-Geburt haben wir dann da noch. Kastira, direkt zum Beispiel auch, wenn du die im Sneakbagger Loch ziehst, oder sowas ist halt auch gut, weil du halt sehr geil Reborn damit kannst. Mhm. So, dann haben wir Kastira Vorbereitung, dann Schwarzflügel, Zwillingsschatten, Salamander, Katalysator, Drachenpendel, dann haben wir da Freaky, die runischen Zähne, Baby Drache, jetzt siehst du Stern, begehen sich über der Milchstraße, Trainingklage, Kram und wir haben Sprite Kreuzfeuer, sehr geil, wollte ich einmal haben, Sprite Kreuzfeuer, spielen wir auf einmal im Sprite, auch sehr coole Karte, ich finde die sogar wirklich spielbar, sollte man auf einmal spielen, vor allem es kann halt, oder was ich halt das Beste finde, es kann halt aus dem gegnerischen Friedhof eine Karte nehmen oder entfernen und bei sich selber anhängen. Also sehr spielstarke Karte. Bisschen broke, hä? Ja, sehr, sehr cool. Schatten, Schwarzschatten, Windböe, dann amazonische geheime Künste, Xep, Omen des Gotti, die Ninja-Kunst, Instrumentent, Eisgräber, Wahrsagerin, Prinzessin, Bibliomuse. Dann Tobri, Himmelsninja, also der Himmelsninja. Sterne begegnet sich über der Milchstraße. Urgeil. Cool. Dann geeigneter Entertainment. Und? Boah, das kann man nicht lesen. Wirklich, der Name? Dolomite, Kraftklang, der Drachenbezwinger. Das ist. Das war wieder so ein Name, so Yu-Gi-Oh! Huck zu was? Wir bringen Karten raus mit nur zwei Buchstaben, drei Namen, na, da müssen wir wieder na. So einen langen ausbringen. So, Naturia Segen, dann haben wir Nachtkampf der Starbrigade, dann haben wir König der Unterwelt, Salmon, Fluch von Aramatir, Frecki, die ironischen Zähne, Stillerwolf, Kalupo, dann haben wir wieder den Schoßtier-Liga-König,
Dann Trora, der himmlische Ninja und Ultra Rare. Wir haben eine Ninja-Karte, Ninja-Kunst, Schriftzüge der Geheimnisse. So, jetzt führen uns dann nur Namen. Eine Ultra und eine Secret. Ja. Oder Starlight. Oder wieder. Es ist wirklich jetzt schon öfter passiert, dass man auch eine zweite Secret zu eine dritte Secret zu haben oder eine dritte Ultra. Eine vierte, fünfte Ultra. Also muss ja nichts heißen. Dann Schreckensklau, ein Doppelsäge, die anderen Karten haben wir eh alle schon gesehen. Das Gurkenpferd ist so geil. Ja. Amazon ist ja Spiritualistin. Yurushiri, das Wasser ist urstark im Sneak Peek. Einfach ein zweier Death Monster. Mhm. Dann amazonische Kriegsführerin und die Kashtira Shangri-Ira, wo die Aliens angreifen. Genau, Angriff auf die Aliens. So, dann. Jetzt haben wir. Mehr als die Hälfte haben wir schon. Genau, dann haben wir da amazonische geheimen Künste. Psi, Wackerbund, dann Nudel-Wendetechnik, Turbo. Und ich sag's, wie es ist: holt sich auch das Playset dreimal ran und spielst das in Runic. Das ist so broken. Mm. Wirklich jetzt. Ihr könnt gezielt die Karte, was ihr drunter legt, zu euch searchen. Naturia, Kameli, Tränenklage, Gramm, lachender Papageitaucher und wir haben Wollo, Gründer der Arbeitsdrache. Wo ist die nächste Sieg? Sehr cool auch, das Artwork so mit. Also wenn dich der nicht umbringt, dann weiß ich es auch nicht. Goti Kosmos, dann amazonische Goldpatchmeisterin, Schwarzflügel, Zwillingsdrache, Psi-Vagabund, amazonische Augusta, dann Natura Camille, dann Ogre, so geil, Wahrzeigung Bizessel, Bibelmuse und Schwarzfeber Wirbelwind. Das ist auch der neue Schwarzflügel Wirbelwind, genau, schaut sich mal den an, den Effekt. Er ist auch sehr geil, wird man spielen im Schwarzvögel-Deck, auch wenn er nur eine Super Rare ist. Sehr coole Karte. Erst hast du wenig Rares, weil du drei Pools gehabt hast. Mhm. Wahnsinn. Wo bleiben meine? Ja, ich sage die linke Seite. Na. So, dann haben wir da Tränenklage, Herzschlag, Xep, Omen des Guti, Gurkenpferd, dann amazonisch Goldpeitsche und Entscheidungsschlacht von Golgonda. Frühlingsglyphe in voller Blüte, Stern begegnen sich über der Milchstraße, Ninja-Kunst des Tanzenblätter und markierte Wiedergewinn. Haben wir da als Super Rare. Jetzt wird es aber Zeit mit Pools. Mhm. So, Seelenschere, dann Natursegen, dann Ninja-Kunst. Drei Hits noch? Zwei. Zwei noch, ja. Dann die Kanonen-Ninja, die Yorishiro des Wassers, dann amazonische Silberschwertmeisterin und Schwarzflügel. Borgestorm, der boshafte Wind. The Wind. The Water. The Fire. The Sun. So, Drachenpendel. Schwarzschatten, Windböe, die Seelenschere, so auch cool, auch für Sprite cool, hol sich die einmal ran. Tobare, der Himmelsninja, amazonische Schoß, der Liga-König, dann den Frecky, dann haben wir Wahrsagprinzessin, Bibelmus und wir haben Sprite Sprint. Sehr geile Karte, also ich hab all meinen Support, ich brauch nichts mehr. Ich wollte nur einen Sprite Sprint haben und ein Kreuzfeuer, mehr wollte ich nicht haben, das ganze Sprite, mehr brauchst du nicht. Also, sehr, sehr geil. Schöne Karte. Schlechte Rechte, Sprint. Sehr stark die Karte auch. Ah, es ist wirklich nicht nur stark. Für Spread absolut wichtig, sondern auch für Tierlements wird diese Karte spielen. Ich glaube sogar, es ist leider nur ein One-Off. Zweimal wird man sie nicht benötigen, wird man sie nicht spielen. Mhm. Aber ja, Spread, Sprint, sehr, sehr cool. So, was habe ich denn dann eigentlich noch möglich zum Zing? Wenn du alles hast, die Linke. Ja, dann hast du, Javier. Ja? Oder Starlight. Oder Starlight. Na, die Kashtira Geburt. Wenn ich mir jetzt eine Ultra aussuchen würde, würde ich gerne eine Kashtira Ultra ziehen. Okay. Fenrir vielleicht, das wäre geil. Das wäre halt einer der Hits, die man gerne hätte. Aber schauen wir noch, was wir da noch kriegen. Das Set ist ja cool, aber bis jetzt, die KT ist ja unsprite Sprint. Also, was immer mehr. Dann haben wir Goti Kosmos, dann haben wir Nachtkampf der Starbrigade, Naturia Segen. Dann Psi, Wackerbund, Baby Rock, Drache, okay. Dann Kagero, die Kanonen-Ninja, dann haben wir wieder amazonische Augusta, den Ogre und wir haben Simul Erzunterwäldler. Wer
der letzte. Ich hab 4 gezogen, gell? 4 Hits habe ich gehabt. Ich hab gar nichts. Er hätte kein Händchen für das. Die linke Seite schlägt zurück. Wirklich, Machtkampf des Upgrade. Naturia Segen, himmlische Vorrichtung, Tessia, Schreckensklaue Niedergang, amazonische Augusta, amazonische Spiritualistin und Baku, der ungeheuer Ninja. So nehmen wir nicht auf. Yeah! Ich habe in demselben Video nochmal gekriegt. Yeah! Das ist halt so dumm. Aber wie man sich jedes Mal kriegt, ich schwöre, das ist im selben Video. Die ganze Zeit einfach. Du Penner. Ich hätte gern Penner noch. Ja. Ich hätte wirklich einen Nudeln. So, Unterwälder der Wahrsagerei. Da haben wir Schwarzflügel, Zwillingsschatten. Dann Salamander, Katalysator, Fluch von Aratamias. Dann wirklich viel für den Stillerwolf, Galuppo, geeinigter Entertainment. Ich finde das halt auch cool. Einfach jetzt Züge mit dabei. Lachender Papagei, Taucher, Ninja-Kunst, der tanzende Blätter und wir haben Meereologischer Sammler. Mhm. Meereologisch. So, habe ich in Last Pack Magic was drin? Das ist eigentlich schon. Also eigentlich von der Ratio her müsste ich schon was haben. Ja. Imagine, ich habe gar nichts und wir haben nur 3 Pools. Was? Konami. So, amazonische Geheimkünste, Tränenklagen, Schrei, Schreckensklaue, Doppelsäge, Goti Kosmos, dann Feki der runische Zähne, Ninja-Kunst der tanzenden Blätter, hat eine amazonische Kriegsführerin, dann Hanshi, der Kudu-Geist und Schwarzflügel schon wieder. Das heißt, habe ich die letzte Ultra linke Seite komplett abgesetzt. Aber Sneak Peek müssen wir links in Zukunft nehmen. Wirklich, alles hat sich jetzt geändert, die ganze. Die haben unsere Videos gesehen und haben sich gedacht, fuck. Ich glaube, wir haben ein Aeropack. Ich glaube, uns fehlt ein Hit. Na, glaube ich nicht. So, originales Bambusschwert, Trainingslager, Herzschlag, Kastierer, Vorbereitung, dann Gurkenpferd, Schwarzflügel, Sonder der Dämmerung, Frühlingsflügel, Amazonische Spiritistin, den Tessia und Ultraria, die letzte Schwarzflügelkarte. Und zwar den. Das ist ja mit der Wahnsinn. Sudri Wudri! Wir haben wirklich den Sudri, der Phantomschimmer. Den Sudri, der Phantomschwimmer. Wahnsinn. Ja. Niemals lief von mir, obwohl es keine braucht. Ja. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Ultra mit dabei gehabt und ich würde sagen, wirklich zwei der Big Hits von die Secret, was man ziehen will. Also Sprite Sprint wird sich jeder, der Sprite spielt, der Tierelement spielt oder allgemein ein Link 2 spielen kann, weil du kannst dann einfach generisch eine 2er Karte aus deinem Deck senden. Das ist wirklich, wirklich stark. Und da könnt ihr euch einfach in Angriff setzen, einfach zwei Biber specialen oder was anderes. Und ihr habt einfach Biber aus einer Karte einfach wieder free zwei Monster on Board und könnt in eine IP gehen oder sonstiges. Das also ist stark. Wirklich, wirklich cool. Aber ein gutes Display war das. Hat sich schon ein bisschen ausgezahlt. Und ja, werden wir schauen, vielleicht wenn wir nochmal Englisch was öffnen, vielleicht ziehen wir da noch was Besseres, vielleicht das Starlet Rare. Das wäre schon cool. Ja. Und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.